Moin, grüße euch, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir beantworten unangenehme Fragen. Heute zusammen mit dem guten Rezo und dem guten Paddel. Wenn euch das Format gefällt und ihr Bock habt auf mehr solche Videos, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne neue Fragen in die Kommentare und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Moin, Servus. Moin. Moin, was geht? Hi. Mein Katte-Bodybuilder hat wieder mal ein paar Fragen für euch. Viel Spaß beim Beantworten. Danke. Vor allen Dingen, das klingt halt so, als hätte Timo die Fragen rausgesucht. Ich habe Timo alle Fragen rausgesucht und er musste die nur noch zu einer Text-to-Speech-Datei machen. Der erste Satz, den er zu diesem Bericht beizutragen hat, ist schon falsch. Wie sah dein letzter erotischer Traum aus und wer kam drin vor? Das muss ich jetzt direkt beantworten. Kommt da noch was? Also vorweg, normalerweise habe ich keine erotischen Träume, okay? Ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich in meinem Leben erotisch geträumt habe. Aber ich schwöre, ich habe gestern Nacht einen erotischen Traum gehabt. Und wenn ich den jetzt erzähle, dann klingt das, als wäre das so Fanservice und ich hätte es mir ausgedacht. Aber ich habe for real geträumt, dass Wavy Boy, das ist ein Sänger, falls ihr den nicht kennt, mitten auf einem Schulhof vor meinen Augen mit einem Girl schläft, beide komplett nackt. Und dass die beiden mir angeboten haben, dass wir einen Dreier haben können. Jetzt, right now, on the spot. Aber ich konnte im Traum nicht, weil ich auf meine Hündin aufpassen musste. Habe ich for real geträumt gestern. Ich glaube, es war eher so ein Gruppending. Und ich glaube, es war niemand, den ich so... Vielleicht eine Person... Scheiße. Ich kann nicht sagen, wer drin vorkam. Ich kann mich nicht so... Also es waren nicht so Leute, die ich so kenne. Es waren nicht so spezielle Menschen. Es war einfach so abstrakter. Kann man das so beantworten? War abstrakter. An den letzten, an den ich mich erinnern kann, da hatte ich Sex mit einer Person, die nicht zu identifizieren war. Es war irgendeine random Person, keine Ahnung. Ich weiß, dass da jemand war, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das Einzige, was ich weiß, dass alles in einer extrem dimensional großen Badewanne stattgefunden hat. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber es war eine XXXXL Badewanne, die leer war. Und darin hatte ich Sex. Hast du schon mal jemanden beklaut? Nee, also ich habe schon mal geklaut. So... im Supermarkt, aber eine Person beklaut, also so ein Freund oder einen Bekannten oder irgendwie eine Person halt. Nee, Alter. Nee, hab ich noch nicht. Ich hab meiner Mom mal quasi Geld geklaut, mehr oder weniger. Sie hatte halt unten, wenn sie die Wäsche gemacht hat, immer die Taschen geguckt, ob da irgendwelche Quittungen noch drin sind oder irgendwelche 20-Euro-Scheine oder so. Oder Münzen halt. Hat die dann halt rausgemacht und an die Seite gelegt auf so einen Heizkessel. Und manchmal, wenn sie schon zur Arbeit war und ich brauchte aber Geld für Essen in der Schule, also sowas wie eine Currywurst oder so oder einen Döner, dann habe ich mir da einfach so 10 Euro gemopst. Und das habe ich ihr nie gesagt oder so. Auf der anderen Seite sehe ich das jetzt auch nicht so direkt als Clown, weil hätte ich sie gefragt nach 5 oder 10 Euro, hätte sie mir die auch gegeben fürs Essen. Ich habe mal einem Kumpel damals aus Versehen ein Videogame geklaut. Also ich hatte das halt ausgeliehen und der hat dann so gefragt, yo, hast du das Spiel noch? Und ich dachte, ich hab's nicht mehr. Hab gesagt, nee, hab ich nicht mehr. Hab's dann Monate später wiedergefunden und mich halt nicht getraut, ihm zu sagen, yo, es war doch bei mir und deswegen war das dann meins. Was war deine merkwürdigste Erfahrung auf einer Dating-Plattform? Oh Gott. Ich hatte für ein Video, habe ich mir Tinder installiert und da war sehr vieles merkwürdig, weil einfach Leute dann dachten, dass ich nicht ich bin oder Leute halt wussten, wer ich bin. Und das war immer ein bisschen weird. Ich habe keine krassen Dating-Plattform-Geschichten. Ich habe zu wenig Erfahrung mit Dating-Plattformen. Es tut mir leid. Ich hatte mal so eine richtig weirde Phase in 2016 oder so. Auf jeden Fall war ich viel auf so Tinder-Stuff unterwegs. Und ich habe da so eine kennengelernt, die ich ganz hübsch fand. Und die hat mir um 1.30 Uhr geschrieben, ob ich nicht noch vorbeikommen möchte. Und ich dachte halt so, okay, alles klar, Digga. Kein Problem. Und dann hat sie dazu geschrieben, soll aber kein Booty-Call sein. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was es ist. Aber das bedeutet anscheinend, dass wenn man jemanden anschreibt, nur damit man dann mit der Person Sex haben kann. Und ich dachte so, ja, okay, keine Ahnung, ich fahre einfach mal hin und guck, was passiert. Digga, wir haben einfach nur Fernsehen geguckt an dem Abend, dann bei ihr gepennt. Und eine Woche später wollte sie mir ihre Schwester andrehen. Also, dass ich mit ihrer Schwester mich mal treffen könnte, um dann was mit der zu haben. Digga, was zum flying fuck, Alter. Ich habe nie großartig Dating-Plattformen benutzt, aber ich habe es halt schon mal erlebt, dass da Leute waren, die dann so getan haben, als würden sie mich nicht kennen. Aber dann hat sich später herausgestellt, die kannten mich doch. Und das war halt unangenehm. Was war der ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest? Ich denke, das Weirdeste, wo ich bis jetzt den Akt vollzogen habe, ist a Whirlpool. Whirlpool und Auto würde mir gerade einfallen, spontan. Ich hatte auch mal was quasi in einem Garten, aber das war grauenhaft, weil da waren tausende Mücken und das war fucking grauenhaft. Das mussten wir auch abbrechen dann, weil ich die ganze Zeit von Mücken gestochen wurde und es ging einfach nicht. Also ich hatte einmal in einer S-Bahn, die so halb voll war, und einmal in einem relativ vollen Reisebus. Das ist, glaube ich, schon relativ
ungewöhnlich. Im Klassenzimmer? Keine Ahnung. An Orten. Da bin ich ein Langweiler. Also ich habe mal in einem Zelt Sex gehabt, aber das ist jetzt auch nicht so super ungewöhnlich. Ansonsten habe ich nichts Verrücktes erlebt. Wenn du einen Moment nochmal erleben dürftest, welcher wäre das? Ich glaube, wenn ich einen Moment nochmal erleben könnte, dann wäre es die WoW-Zeit. Boah, das ist so eine Existenz. Irgendeiner halt, wo ich sauglücklich war und irgendwas Nices erlebt habe oder so. Aber mir fällt jetzt tatsächlich nicht so dieser eine Moment ein, wo ich denke, yo, das muss ich nochmal erleben. Das ist eine existenzielle Frage. Jetzt hab ich's. Ich habe früher sehr, sehr viel World of Warcraft gezockt und dieses Gefühl, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr jetzt World of Warcraft nicht gezockt habt, aus irgendeinem anderen Game, so dieses Gefühl, das erste Mal ein neues Game, was richtig krass Bock zu zocken, ist einfach insane und es kommt dann nie wieder leider. Das Gefühl hätte ich gerne nochmal bei World of Warcraft. Das Ding ist, ich habe so ein paar sehr schöne Augenblicke vor Augen, aber maybe sind die halt auch deswegen gerade specialig, weil man die halt einmal irgendwie hat oder so. Also ich glaube keinen. Hast du schon mal ein Bordell oder einen Stripclub besucht? Nee. Kein einziges Mal. Tatsächlich so richtig nicht, aber wir waren mal auf der Klassenfahrt in Prag, da waren wir so 15 oder 16, irgendwie sowas in die Richtung. Und jemand kam auf die Idee, wir waren irgendwie so eine Gruppe aus 10 Leuten, also nicht nur Typen, sondern auch Mädchen teilweise. Und jemand kam auf die Idee, hey, lass mal in den Stripclub gehen. Und dann haben wir halt versucht, uns da so reinzuschmuggeln. Und oben war so ein Türsteher, der hat nur gecheckt, ob wir halt keinen Stress machen. Der hat uns reingelassen und wir dachten so, holy shit, jetzt geht's ins Stripclub, Alter, let's go. Und dann sind wir halt die Treppe runtergegangen, es war in so einem Keller. Und da war dann halt nochmal ein Türsteher, der Ausweise kontrolliert hat. Und wir konnten halt obvious nicht sagen, yo, hey, wir sind 10 Leute, wir haben alle unseren Ausweis vergessen. Und wir sahen halt auch, ob wir es aus wie 15. Ja, aber ich habe noch nie für Geld bezahlt. Ich habe noch nie die Dienste einer Prostituierten in Anspruch genommen. Kann man das so sagen? Aber ich war mal innerhalb des Gebäudes. Was war die größte Lüge, die du je jemandem aufgetischt hast? Die größte Lüge, die ich jemals jemandem aufgetischt habe? Dass ich nicht der beste Rapper der Welt bin? Das Ding ist, ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich jemand bin, der so mega viel lügt. Ich sage eigentlich relativ häufig straight up, was ich denke. Ich meine, man hat halt so Notlügen oder sowas. Also zum Beispiel war schon mal sowas, dass ich halt auf Twitter geschrieben habe, hey Leute, ich habe heute Bauchschmerzen oder so. Aber in Wirklichkeit hatte ich halt Stress mit irgendwem oder so. Oder musste irgendwas klären, was ich jetzt nicht unbedingt auf Twitter mitteile. Teilen wollte. So. Wisst ihr, was ich meine? Ansonsten lüge ich halt echt wirklich sehr wenig. Ja, da fällt mir auch nichts ein. Also es ist ja normal, dass man vielleicht ab und zu mal so eine kleine Notlüge rausdrückt oder sowas oder nicht die ganze Wahrheit erzählt, sondern so ein paar Dinge zurückhält oder so. Aber groß jemanden belogen mit so einer großen Lüge habe ich, glaube ich, noch nicht. Oder fällt mir zumindest nicht ein und ich denke mal, das würde einem einfallen, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Stell dir mal vor, ich habe jetzt schon noch die größte Lüge, die ist noch am Laufen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie die krasseste. Ich bin eigentlich die Frau von Jeff Bezos oder so. Kann ja sein. Weiß ich nicht. Also wisst ihr nicht. Kann ja. Aber dann würde ich das ja jetzt nicht sagen. Ich bin gar nicht in der Lage, glaube ich, so große Lügen zu verheimlichen. Welches peinliche Ereignis würdest du gerne ungeschehen machen? Alter, das ist so, ich kann mich doch an nichts mehr erinnern, weil ich bin auch schon irgendwie 60 und kann mich an mein Leben nicht mehr erinnern. Also wenn ich an peinliche Ereignisse denke, muss ich so an die Schulzeit denken. Ich habe mich mal eingepisst in der Schule und so Sachen halt. Aber auch da, ich habe jetzt nicht so dieses eine große peinliche Erlebnis, wo ich denke, yo, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre mein Leben besser verlaufen. Sagen wir einfach, ich wünschte, ich hätte mich damals in der Schule nicht eingepisst. Boah, da habe ich mehrere, aber das, was ich am ehesten ungeschehen machen wollen würde, wäre die Zeit damals in 2016. War das auch. Da habe ich in meinem Stream, bin ich immer auf YouNow Streams gegangen. Ist halt so eine Plattform gewesen. Also es war quasi so wie Twitch oder so, aber halt ohne Gaming. Also Leute haben einfach nur ihr Gesicht gestreamt und irgendwie Sachen erzählt halt. Und da bin ich dann immer drauf gegangen und ich fand das halt mega cringe und habe mich dann immer lustig gemacht über die. Aber wenn ich mir das heute angucke, dann war ich tatsächlich noch weitaus mehr cringe als am Ende des Tages diese YouNow Streams. Und immer wenn ich da irgendwie ein Video zu sehe, Alter, da kriege ich Real Talk einfach Bauchschmerzen und es tut mir einfach weh, das zu gucken, Alter. Bist du lieber oben oder unten? Man braucht eine Balance, einfach beides. Mal oben, mal unten, mal an der Seite, mal links, mal rechts, mal hier, mal da. Wisst ihr, Freunde, unten ist viel besser. Aber nicht nur unten und dann nichts machen, sondern unten und dann aktiv sein. Das ist AAA-Boss-Shit hier. Ich glaube, ich bin lieber oben. Aber ich bin so ein Durchwechsler. Ich finde, der Ruf von unten ist unterbewertet. Also der Ruf ist zu schlecht. Ich finde, unten sein hat sehr viele Möglichkeiten, sehr roughen, dominanten Shit abzuziehen. Aber
Der Ruf ist nicht so. Der Ruf von unten sein ist so ein passives, so ein, ja, ich liege und lass mal machen. Und das finde ich, ist überhaupt nicht so. Man hat so viele Möglichkeiten, wenn man unten ist, was man alles machen kann. Man kann ja auch derjenige sein, der aktiv ist. Man kann ja derjenige sein, der den Thrust, der den, also der, die Bewegung, die, oh, Alter, ich... Puh, ich reite mich hier rein. Also ich bin häufiger oben, einfach von der Zeit schon, aber ich finde, unten ist unterbewertet. Danke fürs Beantworten der Fragen. Wiederschauen, reingehauen. Das war's schon, als ob. Okay, bye bye. Vielen, vielen Dank, dass ich auch am Start sein durfte und ganz, 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 ganz liebe Grüße. Tschüss. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Danke an Rezo und Tuttle fürs Mitmachen und schreibt gerne in die Kommentare, welche Gäste wir als nächstes einladen sollen und neue Fragen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, 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 tschüss. Soll ich dazu sagen, ich hab mehr Fans als du. Kann mich eigentlich nicht beklagen, nur ein paar Regeln. Ich hoffe, das ist gut so. Wenn nicht, dann fickt euch!